Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 16. In der letzten Folge haben wir uns um... Was haben wir da überhaupt nochmal gemacht? Wir haben uns um diese Quest von Mid, glaube ich, gekümmert, ne? Und Materialien gesammelt, so mit Gav. Ich glaube, wir machen jetzt mit dieser Quest weiter. Ich habe hier oben rechts zwei Quests, aber ich glaube, das ist ja... Einmal die Hauptquest und einmal irgendwie was damit zu tun hat, ne? Auf der Karte sehe ich jedenfalls nichts anderes außer hier dem Punkt. Und ja, wir müssen hier hin. Ich weiß immer noch nicht, wo das Kopf ist, habe ich auch nicht nachgeguckt oder so, also keine Ahnung. Deswegen gehen wir einfach und machen die Quest hier, ne? Was anderes haben wir gerade nicht zu tun, also machen wir das mal, ne? Kann man ja mal machen. Ja. Eine Sekunde, ich muss ja noch was. Gut, dann machen wir mal. Ich komme gerade aus einem neuen Part von Star Wars. Also wird meine Steuerung wahrscheinlich so ein bisschen darunter wieder leiden. Ne? Ja, jetzt war ich zum Beispiel wie heißt es? Mit L3, indem ich L3 reindrücke, rennen. So rennt man nämlich in Star Wars. Aber das war nicht richtig. Also gucken wir mal. Zurück ist die Karte aufrufen in jedem Spiel gleich. Da ist immer hier dieser Touch-Button, der in der Mitte von der PlayStation 4 oder PlayStation 5. Da ist immer der Knopf für die Map, also ja. So. Okay. Du, klär mich auf, was hier los ist. Ich kann nicht mehr reden, wenn ich auf dem Chocobo bin. Was ist das denn? Helika Technikerin. Ah, endlich, Sid. Gut, dass du da bist. Ja, ich bin da. Ruine ist gleich da drüben und wahrscheinlich auch die Kreatur, von der ich dir genau erzählte, würdest du da war irgendwie so ein Monster, die wollten irgendwie was auftreiben, aber da war ein Monster und da machen wir platt, ne? Ich mach das schnell. Boah, aber wenn der eins tut man ausweichen, ne? Oh, das ist eine Truhe, glaube ich. War so jetzt eine Frage an das Gebiet? So, jemand zu Hause? Torgal, halt die Augen auf. Bei diesem Viech. Aber noch mal. Ja, mir so einen Countdown zu geben, ist, habe ich das Gefühl, nicht so. Ist irgendwie nicht so praktisch, wenn danach irgendwie so ein Feld irgendwie auftaucht, bei dem ich irgendwie, weil ich einfach noch rausgehen muss. Nein, daneben. Au. Jetzt wird es Zeit zu hauen. Und zu stampfen und zu blitzen. Naja, der Angriff ist jetzt schneller, stärker. Naja, den Angriff habe ich auch noch. Oh, 47.000. Oh Gott. Ich nehme an, der Trick hier ran soll halt sein. Oh, du hast nur eine kurze Zeit, in dem du, keine Ahnung, du sollst ja in dem Geschehen des Kampfes den Überblick verlieren und dann irgendwann läuft irgendwann der Time up und so. Oh, jetzt kommt dieses riesige Feld, aber ich finde trotzdem voll einfach. Sid, oh, was habe ich gezittert? Jetzt dürfte es sicher sein. Sieht so aus. Dann
Lass dich nicht aufhalten. Wir sorgen dafür, dass das. Haltet lieber Augen auf. Haltet lieber die Augen auf diese Arimans, ne? Versteht ihr es? Wegen den Augen. Wenn ihr eins von denen findet, starrt nicht Löcher in die Luft. Okay. Kümmert dich um die Auge des Kriegers. Von Stärke tun die kaum 10 Sekunden. Was soll ich denn damit? Das sind Items, die ich gar nicht benutze. Okay. Da war gerade eine Truhe irgendwo gesehen, oder habe ich mir nur eingebildet? So, haben wir diese ganzen schon fast unbedeutenden Klamotten abgeschlossen. Ich würde schon sagen, hier ist doch Truhe gewesen. Oh, falscher Knopf. Wie gesagt, ich habe gerade Jedi Survivor gespielt, ne? Und da muss man mit R3 Gegenstände und so einsammeln. Deswegen habe ich die ganze Zeit R3 reingedrückt, aber das nicht so gebracht. Wow, jetzt voll gebracht. Diese Mission fühlt sich irgendwie so an, als wollten wir als Spiel noch irgendwie so was zu tun geben oder so. So, ja, wie die Leute versuchen hier zu beten. Ja, nimm das Monster und mach es platt. So, wenn die danach nicht mindestens so eine geile Werkstatt oder so eröffnet, die uns irgendwie, weil nicht vom Nutzen ist, dann bin ich ein bisschen enttäuscht. Deine Gönner sind sehr großzügig. Warte mal hier. Hier, bitte. Komm Meteorstein. Wieder, dann habe ich vielleicht mehr. Oh, das hättest du auch nicht. Das hättest du auch nicht tun müssen, in diesem Meteorstein. Ach, von denen habe ich schon genügend. Okay, mit. Wir sagen, wir sind fertig. Ich glaube, die brauchte drei Teile, ne? Wir haben zwei Quests abgeschlossen. Uah. Was hast du denn noch zu tun für mich? Helena hat jetzt das Material für den Helm. Sie wird bald hier sein. Wunderbar. Wieder einen Schritt weiter. Und was fehlt uns da noch? Nur noch die Schilde. Die sind etwas vertrackt. Wieso? Ich weiß nicht, was dieses Wort bedeutet. Der Antrieb zwar nicht durch, aber dieses Ding spuckt genug Feuer, um den Rest des Schiffes abzufackeln. Geil. Deshalb brauchen wir eine gute Abschirmung, damit das Feuer schön da drin bleibt und draußen keinen Schaden anrichtet. Erst wollte ich eine dreifache Schicht Stahl benutzen oder irgendein gefallenen Material, also, aber du willst mir sagen, wir können einen riesigen Flammenschild um uns aufbauen. Das klingt doch, das klingt ehrlich gesagt ziemlich geil. Uns das Schiff noch vor der Jungfernfahrt ab? Ach, ich brauche irgendwas Leichtes, aber ich habe absolut keinen Schimmer, was man da nehmen könnte. Haben wir da nicht schon was gemacht? Also wenn ich so eine Frage hätte, dann wüsste ich, zu wem ich gehe. Hippokrates. Hippo? Klar, den hatte ich auch im Visier. Ich habe dir das Problem hier veranschaulicht. Kannst du ihm das bringen? Vielleicht weiß er ja was. Danke. Warum hast du es gegessen? Ich bewahre alle meine Sachen in meinem Mund auf. Okay. Ich glaub, Mitt könnte Hilfe. Ja, ich weiß. Ich bin auch schon dabei. Jetzt mich nicht so. Ich bin Hauptgar. Ich habe eigentlich viel Wichtigeres zu tun. Warum muss ich eigentlich diesen ganzen Mist machen? Ich bin ja der Schlechter von Göttern und S-Bahn und so, ne? Bei mir sagen, ihr könnt nicht eine Person hier entbehren, die irgendwie diesen Mist hier für mich macht. Wow. Ah, ich bin so aggressiv gerade. Okay. Ja, ich habe schon wieder R3 gedrückt. Ich darf diese Spiele nicht nacheinander spielen. Verwirrt nur. Hippokrates. Ey, yo. Habt ihr kurz Zeit? Mr. Hub. Für euch, Clive. Immer. Diesmal ist es eher für Mitt. Das hat sie mir gegeben. Oh, dann habe ich nichts zu sagen. Ja.
Schilde für einen Mithril-Antrieb. Mit überrascht mich immer aufs Neue. Ja, okay. Und, was steht hier noch am Rand geschrieben? Sie ist auf der Suche nach einem geeigneten Material. Es muss extremen Temperaturen aus dem Inneren standhalten, dabei außen kühl genug bleiben, um keinen Brand auszulösen, und es darf nicht so schwer sein, dass das Schiff sinkt. Wie ihr euch denken könnt, hat sie bislang noch nichts Entsprechendes gefunden. Ah ja. Wisst ihr vielleicht eine Lösung? Oder also ist sie nicht so eine gute Mechanikerin dann? Sie baut da ganz toll, sie hat nur keine Ahnung von irgendwas anscheinend. Material, sondern einen neuen Ansatz. Was soll das heißen? Seht euch den See an, auf dem wir leben. Die Fäule im Wasser zersetzt sowohl Holz als auch Stahl weitaus schneller, als die Natur es eigentlich täte. Und doch haben wir uns aus edlen Materialien unser Zuhause geschaffen. Das stimmt. Aber Bardolf muss jedes Brett zweimal lackieren, damit es nicht fault. Und Obolus beschwert sich, dass ohne ausreichend... Oh, Pech. Verstehe. In alten gregorischen Schriften findet sich die Erwähnung von Mondtau. Diese Tinktur soll sogar den heißesten Flammen standhalten können. Bevor den Dragoons die Zähmung von Drachen gelang, ließen Burgherren ihre Mauern mit Mondtau bestreichen, um sie vor Feuer zu schützen. Hätten wir also diese Tinktur... Und dann sind die Drachen über die Mauern geflogen und haben alle abgefackelt. Millionen sind gestorben. Zwecke nutzbar machen. Wie und worauf sie es auftragen sollte, da wissen Bardolf und Obolus vielleicht mehr. Also noch mehr. Escort. Ihr kümmert euch in der Fetch-Mission. Den Rest. Schließlich muss jemand die Zutaten für den Mondtau besorgen. Und wenn ihr damit fertig seid, berichte ich euch, was unsere beiden Freunde zu sagen hatten. Die Weisheit der Vergangenheit bleibt auch in der Gegenwart wertvoll. Danke, Hippokrates. Hört, hört. Und wenn ihr andere um Hilfe bittet, sollte ich das auch. Yay, noch mehr wandern und laufen und mit Leuten interagieren. Oh, Gott sei Dank. My ladies. Und wir sollen euch dabei helfen. Genau. Ich versuche, die Zutaten aufzutreiben. Kommt jemand mit und hilft mir beim Suchen? Währenddessen könnte ich Hilfe gebrauchen, um mehr über die Anwendung herauszufinden. Seid ihr dabei? Muss ich mich wieder entscheiden für jemanden? Gut, ich habe auch Zeit. Danke. Sicherlich könnten mir sowohl Jill als auch Taya bei den Nachforschungen assistieren. Entscheidet also selbst, wer von beiden euch begleiten soll, Clive. So. Haben wir schon entschieden. Clive, habt ihr euch entschieden? Wer begleitet euch bei eurer Suche? So, weißt du was? Jill haben wir schon so oft bei uns gehabt, ne? Sie ist dauernd immer irgendwie, weil nicht am Frecken. Von daher wissen wir überhaupt nichts, deswegen komm du mal mit. Von mir aus? Und? Was brauchen wir denn? Ich habe bereits eine Liste vorbereitet. Hier. Das war die vorher aussah wie eine Weißmagierin, ne? Mondschnecke. Ist das wirklich die richtige Liste? Ich hoffe, die Entscheidung, die ich jetzt hier treffe, haben mich irgendwie, weil nicht. Ich fühle mich hier, als würde ich gerade irgendwie so ein Visual Novel Spiel spielen, wo ich irgendwie Entscheidungen treffen muss und irgendwie kommen die ganzen Entscheidungen so zusammen, mit wen ich irgendwie am Ende zusammenkomme. Irgendwie so stelle ich mir gerade vor, wie das hier alles abläuft. So ein Dating Sim oder so. Ach, das trifft sich ja gut. Ich wollte dort ohnehin demnächst einen alten Bekannten treffen. Deshalb gehe ich am besten vor. Wir sehen uns da. In Ordnung. Sei vorsichtig. Viel Glück, Clive. Euch ebenso. Du bist auch nicht eifersüchtig, oder Jill? So. So, schon wieder da.
war ich doch gerade. Na gut. Wo ist Taya? Genau die brauche ich. Hallöchen. Ja, und da bist du. Wir sind beide, ja. Und denke, dass wir hier jetzt müssen wir kämpfen. Aber wenn wir du bist hier und ich bin auch hier. Noch schneller. Jeder ein paar Zutaten. Na gut. Was soll ich suchen? Mal sehen. Besorg du doch den Knoblauch und die Pepionüsse. Und dann treffen wir uns am Tor wieder. Haben wir dann auch irgendwie so ein freundschaftliches Gespräch am Ende, so wie mit Gav. Am Ende. Was willst du denn? Oh, ich muss sie sogar kaufen. Na los, nimm. Was soll das jetzt heißen? Was willst du denn? Schau mich an. Viel haben wir nicht, aber sieh ruhig selbst. So, bitte. Kämpf weiter für die Sache. Taya ist sicher auch schon soweit. Okay. Was war eine Sache? Na, alles aufgetrieben? Geht gerade ein bisschen langsam in das Spiel voran. Knoblauch. Pöppchen. Nee. Spannt einfach seinen Mund auf, so wie so eine Anaconda. Sehr gut. Ich bringe die Sache her. Erwartet sicher. Komm schon, reden wir mehr. Ein Moment haben wir noch, oder? Komm mit. Okay, muss ich doch ein bisschen ein wichtiges Gespräch führen, ne? Schon komisch. Das ist das erste Mal, dass wir beide zusammen etwas erledigen. Deswegen habe ich auch sie mitgenommen. Jetzt, wo du es sagst. Weil Jenna war die ganze Zeit dabei. Hast du mich nicht einmal gefragt, ob ich dich irgendwohin begleite? Ein Jammer. Lieber spät als nie. Wolltest du nicht noch was erledigen? Ich hatte gehofft, bei der Gelegenheit neue Kräuter kaufen zu können. Jill und du habt meine Vorräte ganz schön erschöpft. Doch leider ist der Mann, bei dem ich sonst kaufe, nicht da. Und ich weigere mich, die Wucherpreise der anderen zu bezahlen. Ich frage nachher Karon für dich. Was hast du? Wie? Ach, es ist nur... Einmal war ich mit Sid hier, um Vorräte zu kaufen, genau wie heute. Und genau ich bin jetzt Sid. War ich erfolglos. Sid hat sogar genau wie du angeboten, für mich mit Karon zu reden. 5 Jahre ist das jetzt her. Ich erinnere mich noch, als wäre es gestern. Warte mal. Dann kennen wir beide uns auch erst seit 5 Jahren? Kommt mir länger vor. Mir auch. Es ist so viel passiert. Danke, Taya. Wofür? Für alles. Du bedeutest uns allen sehr viel. Wir brauchen dich. Ich hoffe, das weißt du. Wenn ich das nicht wüsste, wäre ich schon längst weg. Aber wenn du deine Gefühle schon so offenlegst, du wirst auch gebraucht. Von uns allen. Okay. Ich denke, wir sollten langsam zurück. Je schneller Harpo diese Zutaten bekommt, desto schneller hat Mitz ihren Mondstau. Wir sehen uns später im Versteck, Clive. In Ordnung. Danke nochmal. Ja, ja, ist schon gut. Okay. Also irgendwie so, weiß nicht.
so finale Kampf Vibes irgendwie alles. Wir haben unsere letzten Gespräche mit allen Leuten, die wir noch kennen, ne? Und wir vielleicht sterben. In 1-2 Stunden alle Leute, ne? Und da ist unsere letzte Chance, irgendwie mit denen nochmal zu reden oder so. Ich weiß es nicht. Ich sollte Hippokrates fragen, wie er vorankommt. Okay. So, jetzt können wir aber ruhig mal wieder mal anderes machen, als er die ganze Zeit hier durch die Gegend zu rennen und so Lieferquests und was weiß ich nicht alles zu machen. Wie geht es mit der Recherche voran, Hippokrates? Gut, sehr gut sogar. Vielen Dank, dass ihr dafür den Einkauf erledigt habt. Ich habe Taya schon alles erklärt. Alles Weitere überlassen wir am besten ihr. Die Zutaten haben wir ja nun. Bleibt nur noch das Brauen. Das übernehme ich. Beim Herstellen mysteriöser Gebräue macht mir keiner was vor. Das glaube ich dir gern. Und was ist mit den Schilden selbst? Sind schon in Arbeit. Bardolf und Obolus kümmern sich darum. Sie meinten, es dauert nicht mehr lang. Danke. Euch allen. Gern geschehen. Jill, kommst du mit mir in die Krankenstube? Eine helfende Hand kann sicher nicht schaden. Natürlich. Ach und, Clive? Es war schön zu reden. Lass uns das mal wiederholen. Wie es scheint, ist unser Werk fast vollbracht. Hoffentlich. Schade. Ich habe die Abwechslung durchaus genossen. Sind die Schilde und der Mondtau fertig, muss die Tinktur nur noch aufgetragen werden. Allerdings muss danach ausgiebig geprüft werden, ob alles funktioniert. Vielleicht sollte jemand mit Bescheid geben. Das übernehme ich. Danke, Hippokrates. Ich finde jemanden, der sich dankt. So. Dampf ablassen 3. Oh mein Gott. Dann sollte ich mit wohl Bescheid geben. So, jetzt brauche ich aber ein bisschen Abwechslung, ne? Das ist jetzt gerade ein bisschen langweilig und langsam, ja. Ich trinke nie. Weil. Du hast auf eine Beerdigung getrunken? Oder hat die getrunken, weil ihr Kupka tot ist? So als Feuer. Na gut, wenn du mich jetzt noch irgendwo hinschickst, ne? Dann gebe ich dir 5 ins Gesicht. Tut mir leid, dass es gedauert hat, Mit. Dafür kann ich dir sagen, dass die Schilde in Arbeit sind. Ihr habt was gefunden? In gewisser Weise ja. Hippokrates wusste von einer hitzebeständigen Substanz. Die sollte den Schutz liefern, den das Schiff braucht. Der Schild wird jetzt unter seiner Aufsicht konstruiert und getestet. Perfekt. Ich wusste, du schaffst das. Aber nicht doch. Ich war nur der Laufbursche. Ja. Also dann, mal sehen, wie wir den ganzen Kram zusammengeschraubt kriegen. Auf zum blühenden Amboss. Ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade tue. Ihr wollt, dass ich was mache? Ich schmiede Schwerter und Schilde. Nicht irgendwelche Wärme, was auch immer das war. Verschubaggregate. Sag ich doch. War nicht mal annähernd, Alter. So, hier baue ich den Kram nicht zusammen. Hier steht genug Zeug rum. Ich zieh nach draußen um. Mit, du holst uns die Teile oben vom Deck. Ich übernehme hier den Rest. Schon dabei. Und bring mir den größten Hammer, den du findest. Ich werde hier gleich ordentlich die Funken fliegen lassen.
Okay. Oh, Vibration. Oh. Einige Zeit später. Können wir jetzt fliegen? Oh, das ist die Musik, die abspielt. Wenn ich das Spiel im PlayStation Menü wähle. Oh. Fertig! Es ist endlich vollbracht! Ja, endlich. Ich glaube, mein verdammter Arm fällt gleich ab. Danke, Clive, Schledon, ihr seid toll. Und das Ganze wiederholen wir jetzt noch dreimal. Wie bitte? Das war erst der Auftakt. Die Enterprise hat 4 Mithril-Antriebe und da brauchen wir natürlich für jeden ein Aggregat. Das heißt also... Keine Sorge. Den Prototypen haben wir ja abgehakt. Den Rest bauen meine Jungs in Canva. Die werden sich freuen. Dann gehe ich mal und leg meinen Ellbogen auf Eis. Wenn noch mehr Arbeit ansteht, macht sie gefälligst selbst. Also das kann man machen? So. Die Mission hat sich von Sprich erneut mit zu Sprech mit geändert. Was hast du denn? Ja, da wollten wir nicht eigentlich den Grabstein von Sid besuchen. Zukunft. War ja noch was. An dem Tag, an dem die Enterprise endlich dem Horizont entgegensegelt. Auf der Suche nach einem Land ohne Fäule. Das war unser Plan für sie. Damit wir dann, wenn hier alles den Bach untergeht und die Kontinente komplett schwarz werden, vielleicht doch eine Chance haben. Das war unsere Vision. Unser letztes Ass im Ärmel sollte sie sein. Aber jetzt, wo sie fast fertig ist, merke ich, dass ich mehr für sie will. Sie soll kein Rettungsboot sein, an das wir uns klammern, weil wir keine Wahl haben. Ich will... Die Leute sollen nicht auf ihr segeln, weil sie müssen, sondern weil sie es wollen. In einer Welt, in der wir nicht nur überleben, sondern unsere Leben leben. Ich arbeite daran. Ich will nämlich auch, dass dein Wunsch wahr wird. Das dachte ich mir fast. Pass auf, ich weiß, was ich mache. Sobald die Enterprise seetauglich ist, mache ich dich zum Kapitän. Du wirst das Richtige mit ihr tun. Bist du dir da ganz mein Name wird sein Sid Highwind. Paps das so gewollt hätte. Er wäre stolz auf dich. Du gehst jetzt zu seinem Grab, oder? Das wollte ich. Und jetzt, wo dein Projekt fertig ist, kannst du sicher auch mit. Klar. Ich muss nur eine kleine Sache erledigen. Bin gleich da. Also gut. Ich sag Otto, dass du mitkommst. Wir warten in der Messe auf dich. Ei, ei, Captain. Oh Gott. Boah, ein neuer Auftrag ist in der Nähe verfügbar. Ist das das? Und 2 neue Aufträge. Okay. Von einer Nebenquest zur nächsten. Den Kristall hat er auch zerstört? Ja, habe ich, glaube ich. Ihr redet über mich, oder? Was? Nur die scheint mir schon wieder eine Laus bei dir gelaufen. Ja. Sicher nichts Ernstes. Aber ich sollte trotzdem mit Schledon reden. Oh, die haben wieder ein neues. Einen neuen Bauplan für eine neue Rüstung oder so. Ich mit deinen Viehbeinen. Ich komme noch mal in mein Büchchen, um wenn jemand seine Lordschaft passt. Was könnte mit Torgal sein? Auf mich wirkt er eigentlich gesund. Warum sagen die mir alles per Brief? Wir sind alle hier.
Warum kommuniziert hier niemand? So, wenn der Postmann 10-mal klingelt. Ich bin auf Autos Anweisung, die ich Buchhandlung durchgegangen und habe vielleicht etwas. Warum redet niemand mit mir? Weil Otto immer Leute zu anderen Leuten schickt. Oh, da kann ich ja nicht helfen, geht zu dieser Person. Er ist irgendwie gleichzusetzen mit irgendwie, weiß nicht, wenn Leute heutzutage irgendwie anstatt zu reden irgendwie auf ein Handy starren. Genauso läuft das hier gerade ab. Zu deiner Nachricht. Du hast geschrieben, Torgal sei krank. Du kannst also doch lesen. Wer hätte das gedacht? Alter, ich hau dir gleich eine rein. Aber irgendwas stimmt da nicht. Wieso ist die so respektlos, ey? Die ausgekochten Knochen aus Mollys Brühe hat er immer geliebt. Und jetzt rührt er sie einfach nicht an. Das ist nicht normal. Deshalb frage ich mich, was mit dem armen Tier los sein könnte. Scheust du ihn zu viel durch die Gegend? Nicht mehr als sonst. Ich kann ihn nicht wirklich hier lassen, also. Ist es das, Großer? Brauchst du eine Pause? Was ist er nochmal? Ein Frostwolf? Laut Harpokrates, ja. Vielleicht hat es dann irgendetwas mit diesen neuen Kräften zu tun, die in ihm erwacht sind. Das könnte natürlich zusammenhängen. Ich werde mit Harpokrates reden. Ich check übrigens immer noch nicht genau, was es damit auf sich hat. Weiß, dann so gameplay-mäßig. Boah, jetzt muss ich ja wieder mit jedem reden. Jede Quest ja vorantreiben. Schledorn, hast du kurz Zeit? Geh weg. Das habe ich nie. Es wird nicht lange dauern. Ich wollte nur wissen, ob bei dir alles in Ordnung ist. August macht sich etwas Sorgen. Er denkt, du könntest immer noch Selbstzweifel haben, obwohl wir die Sache mit dem Kyras ja klären konnten. Bedrückt dich noch etwas anderes? Manchmal hilft es zu reden. August, der Kerl ist stur wie ein Esel. Aber ihm entgeht einfach nichts. Es ist... Ach, Charon hat mir was gezeigt. Sowas hatte ich noch nie zuvor gesehen. Was war's? Ein Schwert. Seltsam geformt, mit einer einschneidigen Klinge. So wie die auf meinen Rücken. War nichts Besonderes, aber meine Fresse. Es war scharf. Katana. Damit könnte man einem Mann sauber den Kopf abschlagen. Und er würde es erst merken, wenn er ihm von den Schultern rutscht. Das beschäftigt dich also. Nein, nein, nein. Es beschäftigt mich. Da habe ich mich eigentlich schon immer gewundert, ne? Es lässt mir keine Ruhe. Wenn man jemanden so schnell eine Klinge so scharf, den Kopf abpackt, ich dreh noch durch. Dass der Kopf immer noch so drauf ist, ne? Dann hätten unsere Fluch könnte halt eigentlich immer noch funktionieren, alles hier. Mein Gedankengang, ja. Ich höre mich mal um. Ja, ich nehme an nicht, ne? Wenn die ganzen Blutfäden und Fesseln und so, die sind alle durchtrennt worden, ne? Aber die Knochen und so, solange man sich nicht bewegt, ne? Ich will mich gar nicht beschweren. Viel Glück. Danke. Müsste halt ja eigentlich funktionieren, ne? Wenn man auch weiterleben kann, so ein bisschen. Charon über dieses Schwert weiß. Ich will schon wieder mit der reden. Wie geht es dir, Charon? Was willst du? Raus damit! Alter, ich hab dir nur gesagt, wie es dir geht. Einschneidig. Warum ist ja jeder so respektlos zu mir? Ich bin nur jeder Anführer oder so, ne? Es geht eher darum, dass er sich in diese Klinge vernarrt hat. Sie scheint ihn verrückt zu machen. Das wundert mich nicht. Es gibt nicht viele Schwerter dieser Art auf diesem Kontinent und die sind wahrscheinlich alle in privaten Sammlungen. Darum habe ich auch schnell einen Käufer gefunden. Also hast du es schon verkauft? An wen denn? Ihr müsst euch echt vorher irgendwie absprechen, ne? Aber ich schätze, du hast nicht vor, mir Konkurrenz zu machen, also... Gut, ich sag's dir, aber dann war's das mit der Fragerei. Lord Ignaz heißt der Mann, ein Dalmeker. Und leidenschaftlicher Sammler. Außerdem hat er mehr Geld als Verstand, weshalb er zu meinen Lieblingskunden zählt. Ich hatte ihm das Schwert in Dalimil verkauft. Vielleicht ist er noch da. Dann versuche ich es dort. Ach, und er ist etwas exzentrisch.
Also stell dich besser auf Ärger ein. Danke für die Warnung. Also ich werde mich hier mit gezogenem Schwert nähern. Boah, ich muss mit so vielen Leuten jetzt reden, ne? Hey Hapo, alles frisch im Po. Hippokrates, ich habe eine Frage zu Torgal. Mit ihm stimmt etwas nicht. Ist er etwa krank? Das glaube ich nicht. Aber Charon ist aufgefallen, dass er keinen Appetit hat. Und das gab es bisher noch nie. Angeblich rührt er seine Knochen nicht mehr an. Und wir fragen uns, ob das mit den Ereignissen in Rosalie zu tun haben könnte. Das könnte tatsächlich sein. Ich hätte eine Vermutung. Kanidae fressen vor allem deshalb Knochen, um an das nahrhafte Mark darin zu gelangen. Und ein Frostwolf wird da keine Ausnahme bilden. Es ist jedoch denkbar, dass Torgal schlichtweg das Interesse an unseren Zuckern... Ist das der Grund, warum Hunde Knochen mögen? Möglicherweise benötigt er für seine neuen Kräfte... Ich habe mich schon immer gewundert, warum Hunde an... Und ich habe mich schon immer gewundert, ob das überhaupt wahr ist. Ich habe nämlich noch nie gesehen, wie ein echter Hund irgendwie an so einem Knochen irgendwie geknabbert hat. Sie waren immer nur so in Cartoons und so. Dessen Knochen andere Nährstoffe enthalten als die kleinerer Tiere. Es gilt also, einen passenden Ersatz zu finden. Im Osten Rosarias leben gewisse Waisenantilopen, die mehr als doppelt so groß wie ihre kleineren Artgenossen sind. Ich glaube nicht, je welche gesehen zu haben. Also muss Torgal einfach nur mal zünftig essen. Diese Pflanzenfresser sind sehr scheu. Sie haben sich in entlegene Gebiete zurückgezogen. Wenn ich mich recht entsinne, trug sich die letzte Sichtung nahe Cressida zu. Das ist allerdings schon Ewigkeiten her. Immerhin. Ein guter Anhaltspunkt für die Suche. Weidmanns Heil, Clive. Wer ist denn Weidmann? Okay. So, dann muss ich noch mit dem Gau 4 reden. Ich weiß nicht wieso, aber aus irgendeinem Grund erinnert mich der Name irgendwie sofort an diesen einen Baden von Asterix. Trobadix. Ich weiß nicht wieso. An einem Schiff arbeitet. Ja, da ist schon wieder Otto, der wart von uns will. Clive, hast du den Brief gekriegt? Darum bin ich ja. Hier. Psst. Otto darf uns nicht hören. So, jetzt besser. Etwas. Clive, ich muss dir was sagen. Sieht aus, als wären wir ein wenig im Zahlungsrückstand bei einigen Gläubigern. Und es könnte vielleicht meine Schuld sein. Aber ich dachte, das wäre alles längst abbezahlt. Wirklich. Ich habe da wohl das ein oder andere übersehen. Und auch falsch aufgeschrieben. Ich bringe das alles in Ordnung. Versprochen. Es wird nur eine Weile dauern. Und nicht gemein. Schreibtisch gekommen. Wissen. Tja, zu spät, würde ich sagen. Otto, du bist ja auch hier. Verstehe ich das richtig? Ich stand 5 Meter von ihr entfernt. Gläubiger zu bezahlen? Und kommst damit nicht gleich zu mir, sondern wendest dich an Clive? Und er soll dir jetzt da also raushelfen. Clive, er hat den Ort gebaut, den du gerade fröhlich ruinierst. Und du dachtest, das wäre ein guter Plan? Wirklich? Und... wem schulden wir was? Ach, nur Martha. Der Madame und auch, Charon. Aber nur 500 Myriaden. Wir schulden 3 unserer engsten Verbündeten 5 Millionen Geld? Ja. Jedem davon. 5. Sie haben uns den Großteil des Geldes für den Wiederaufbau geliehen und... Sprecht euch... Warum muss ich denn jetzt schon wieder nach Charon? Entgangen sein. Spricht sich ja eigentlich irgendjemand in diesem Versteck mit irgendjemandem ab. Und ich bin derjenige, der sie dir anvertraut hat. Es ist meine Schuld. Haben wir das Geld? Wenn nicht, kann ich meinen Onkel fragen. Nein, tun wir nicht. Und nein, wirst du nicht.
Wir haben Lord Rosfield schon genug geschröpft. Er hat uns so großzügig beschenkt. Er hat uns 2000 Gil gegeben letztens. Das war nicht sehr viel. Lächerlich wenig. Wenn das Versteck überleben soll. Na gut. Aber du musst das Problem trotzdem nicht allein lösen. Kann ich dir irgendwie helfen? Vielleicht ja. Bringst du die hier für mich zu Martha und Madame? Steine. Steine, sagt er. Bringe auch nur schlappe 1000 Myriaden pro Stück. Die haben Sid und ich damals auf die Seite gelegt. Für schlechte Zeiten. Und ich denke, 15 Millionen fällige Schulden kann man getrost so nennen. Hoffen wir, dass unsere Freunde sich etwas besser auskennen als du. Da bin ich sicher. Eigentlich sollte ich selbst gehen. Aber du weißt, okay, hier. Was hier ist. Einer muss ja Anweisungen und Arschtritte geben. Da kann er euch übernehmen. Deswegen übernehme ich das gern für dich. Gautier, warum wohl hat unser Clive jetzt nur 2 Sternrubine? Weil du möchtest, dass Charon mich umbringt? Um ihn würde es mir nämlich leid tun, ja. What? Dann sehen wir uns hoffentlich bald. Keine Sorge. Charon wird sicher Verständnis haben. Wirklich? Ganz im Ernst? Nein, eher nicht. Pff. Du bist sowas von tot, Mann. Okay, ach so. Sagt, dass sie an einem Schiff arbeitet. Ist das das Ding bei dem Harpo mit? Okay. Boah, da ist ja auch noch eine Quest. Ugh. Ja, das ist so eine Art Schornstein. Ich dachte, wir haben so einen ganzen Beutel voller Steine bekommen anstatt so 2. Ich gebe denen irgendwie so einen ganzen Beutel davon. Krass. Na gut. Ja, sonst wären wir ja noch ein bisschen beschäftigt mit Nebenquests. Sat mit. Ja, das mit. Oder? Nein. Das war's dann wohl. Was nun? Oh, Sid, da habe ich ja Glück, dass du gerade hier bist. Du bist nämlich der Einzige, der mir jetzt noch helfen kann. Natürlich bin ich das. Ach, es geht um. Jetzt Clive klingt voll genervt. So, was willst du denn? Bedacht, was willst du? Du hast eine Flüssigkeit? Dann rein damit. Und sie ist im Nu destilliert. Das Problem ist, dass sich ich bin mal kurz da rein. Reinigungen damit filtern lässt. Und für unsere Zwecke reicht das nicht aus. Deshalb arbeite ich an einem Filter, der wirklich alles rausbekommt. Oh, wir haben nämlich meine Heiltränke wieder hochgeballert. Das Material dafür zu beschaffen? Warum nicht? Diesen Alembik könnte Taya sicher auch gut gebrauchen. Zum Herstellen von Arzneien. Genau. Also gut, warum nicht? Wunderbar, vielen Dank. Wunderbar. Was fehlt dir denn genau für diesen Filter? Da kommst du nie im Leben drauf. Bomberasche. Eine kleine Menge davon hat sich Mit wohl in der Universität geliehen. Ich habe natürlich nicht weiter gefragt. Das Zeug ist warum nicht einzigartig. Selbst die schwarze Brühe aus dem See wird damit klar. Also habe ich mich schlau gemacht, wo wir mehr davon bekommen können. Vom Bombern. Und weiter bin ich nicht gekommen. Die Asche kriegt man nämlich nur aus den Überresten von Königsbombern. Und da komme wohl ich ins Spiel. Ich habe schon einen erledigt. Wenn du so gütig wärst. Ich habe gerade erst einen Anschlag am Jagdbrett für einen gesehen. Ich würde ja selbst gehen, aber fiese Feuerbälle erlegen ist nicht gerade meine Stärke. Ich glaube, das liegt dir besser. Ist gut. Ich versuche mal mein Glück. Vielen Dank und frohe Jagd. So, wie viele bin ich jetzt am Verfolgen? 5. Zu viele. Wir werden gar nicht angezeigt. Na gut, aber die ganze Mission klingt irgendwie so, als würde ich irgendwie dann Funktionen oder so freischalten. So, durch irgendwie Torgal damit hier hochleveln oder so. Hier natürlich mein Arznei hochleveln, das ist auch nicht schlecht. Okay, so, ja, da war es doch.
da, was ist ja, warum der Topf Sambrek? Sofort würde ich da, wo ich den letztens Auge gefunden habe, sich auf den Arm egal. Oh, gehen wir erstmal hier hin. Klappern wir die ganze Mission heute noch ab, ne? Wohlhabende Adlige fallen auf. Oh, ich kann wieder hier rein. Sein, diesen Ignaz zu finden. Drachenfang soll verschwunden sein. Der ganze Mutterkristall weg. Hier waren wir noch nicht. Cool. Das Gerede vor, denk an meinen Ruf. Beruhigt euch, Lord Ignaz, ich bitte euch, sonst verrenkt ihr euch am Ende noch was. Verzeihung, darf ich kurz stören? Hinaus, sofort! Ich bezahle für alle Zimmer, weil ich meine Ruhe will, also raus! Ich bitte um Entschuldigung, erlaubt mir zu erklären. Seine Gnaden steckt gerade in einer misslichen Lage und ein Freund von Überraschungsbesuchen war er ohnehin noch nie. Radim, schmeiß diesen unverschämten Flegel sofort raus! Sofort, wie ihr wünscht, Lord Ignaz. Würdet ihr bitte mit mir hinaustreten? Na gut. Ich hoffe, ich habe dir keinen Ärger bereitet. Wie? Ach nein, nein. Dieses Verhalten bin ich von meinem Herrn gewohnt. Allerdings haben die Ereignisse des Tages ihn besonders aufgewühlt. Man hat ihn seines Gepäcks beraubt, müsst ihr wissen. Die Diebe haben außerdem eine beträchtliche Summe Geld erbeutet. Geld, das der Wirt dieser Schenke schon bald sehen möchte. Befand sich unter den gestohlenen Dingen auch eine Waffe? Es geht um ein einschneidiges Schwert. Eine Händlerin, mit der ich befreundet bin, hat es ihm verkauft. Ah, ihr kennt also die Werte Charon. Ja, das Schwert wurde ebenfalls gestohlen. Dann hole ich das Gepäck zurück. Unter einer Bedingung. Was immer ihr verlangt, sofern es in meiner Macht liegt, es euch zu gewähren. Danach möchte ich mit Lord Ignaz sprechen. Ein paar Minuten reichen, dann bin ich wieder weg. Mehr wünscht ihr nicht? Selbstverständlich. Ich werde zusehen, dass er euch empfängt. Weißt du zufällig mehr über diese Diebe? Ich kann einfach sagen, weil ich das Schwert nicht gefunden habe, ne? Allerdings habe ich mich in der Gegend schon etwas umgehört und herausgefunden, wo sie zu finden sein könnten. Am sogenannten Lumpennest. Früher oder später landet angeblich jedes Stück Diebesgut in dieser verrufenen Ecke der Velcroi. Dann versuche ich es da mal. Ich rede in der Zwischenzeit mit Lord Ignaz, damit er zu eurer Rückkehr auf ein Gespräch eingestimmt ist. Das weiß ich zu schätzen. Danke. Nicht doch. Bitte gebt auf euch Acht. Ich werde sogar auf mich 9 geben. So. Ja. Das ist sehr weit entfernt. Okay. Ich merke, wie sich einige Schwierigkeiten ja aufbauen. Ist jetzt Thora echt nicht dabei? Doch, ist er wohl. Ah, ich kann ihn ja nicht zu Hause lassen. Ich meine schon, als es ihm schlecht geht. Ja, schlürft das Knochenmark aus den Viechern hier raus. Wasser und Wasser und Wasser, 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 Wasser und Wasser und Wasser, 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 Wasser und Wasser. Ja, sind die Gegner ja hochgelevelt? Ich könnte schon meinen, die waren nicht so stark. Level 30, irgendwie ist ja alles so Level 30. Und
Entschuldigung. Uah. So. Mein Gott, war das ein langer Weg. Ja, was geht? Aber einfach so, okay. Los Männer, schlitzen wir den Mistkerl auf. Bonk. Ja, ich mach mal alle fertig, ne? Oh, ihn habe ich anvisiert. Oder auch nicht. Ihn kann ich gar nicht abvisieren. Bock. Oh, in die Fresse. Wie heißt der? Oberlung? Ausgewichen. Jetzt bin ich ausgewichen. Ha. Ha. Oh. So. Das ging ja schnell. Das muss Ignaz Gepäck sein. Scheint alles noch intakt. Also gut. Zurück nach Dalimil damit. Oh nein, ich habe das Schwert nicht gefunden. Jetzt aus, als könnte ich dir das nicht zurückgeben. Wie ich höre, warst du es, der mein Eigentum von diesen Dieben zurückgeholt hat. Wie ist dein Name, mein Freund? Wyvern. Es ist mir eine Ehre. Mal. Was für ein famoser Name. Nun, Wyvern, jetzt auf einmal. Ich stehe wohl in deiner Schuld. Radim sagte, dass du im Gegenzug. Savantum war uns halt jetzt wieder. Was auch immer. Ist das wahr? Ja, ein wenig eurer Zeit ist mir Belohnung genug. Du bist ein seltsamer Bursche, Wyvern, aber gut. Ich meine, wir können natürlich nicht offensichtlich unseren Namen ja so preisgeben, aber. Interessiert sich für das einschneidige Schwert, das ihr vor kurzem von Charon erworben habt. Könnt ihr ihm mehr darüber erzählen? Oh, ein wahres Kunstwerk, dieses Schwert. Charon hat eine horrende Summe verlangt, aber ehrlich gesagt hätte ich ihr sogar Radim überlassen, um es zu bekommen. Es wurde in weiter Ferne geschmiedet, auf einem Kontinent jenseits des Horizonts. Okay, ist ein Katana, ne? Dort wird es nur von den Meistern der Schule einer wahrlich einzigartigen Schwertkunst verwendet. Sie vertreten die Ansicht, dass jeder Kampf durch einen einzelnen Hieb entschieden werden sollte. Ihre Waffen lassen daher gar keine andere Art des Kampfes zu. Jedes ihrer Schwerter wird für einen einzigen perfekten Hieb geschmiedet. Es ist unvergleichlich scharf, doch beim zweiten Hieb bricht die Klinge. Die Schönheit dieser Waffe liegt nicht zuletzt in ihrer Vergänglichkeit. Aber wie kriegen sie die Klingen so scharf? Eine ausgezeichnete Frage. Mit einem Wetzstein, wie denn sonst? Besser gesagt, einer ganzen Reihe Wetzsteine. Hunderte Steine, die immer feiner werden. 1000 Runden mit einem Stein, gefolgt von tausenden weiteren. Doch es ist der letzte Stein, der den Schwertern die legendäre Schärfe verleiht. Er besteht aus einem Mineral, das in Valisthea nicht zu finden ist. Das ist das Geheimnis hinter dieser atemberaubenden Klinge. Doch mein kleiner Vortrag steht in keinem Verhältnis zum Dienst, den du mir erwiesen hast.
Darum nimm bitte dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Es ist ein Exemplar eines solchen Wetzsteins, von dem ich gesprochen habe. Weitaus seltener als die Klinge selbst. Ich denke, das ist eine angemessene Belohnung. Vielen Dank. Ich unterbreche nur ungern, Milord, doch ich fürchte, dass es für uns an der Zeit ist, aufzubrechen. Oh, in der Tat. Ich bin nämlich schon auf der Jagd nach dem nächsten Kleinod, musst du wissen. Noch liege ich im Rennen vorn, doch ich darf keine Zeit verlieren, damit man es mir nicht unter der Nase wegschnappt. Heißt das, es gibt noch andere Sammler wie euch? Viel zu viele. Doch nur einen betrachte ich als ernstzunehmenden Rivalen. Byron? Was? Lord Byron Rosfield. Dieser schreckliche Mann ist wie ein spitzer Stein im Schuh. Was ihr nicht sagt. Leb wohl, Wyvern. Ich hoffe auf ein Wiedersehen. Radim, genug getrödelt. Dann schauen wir uns mal einmal uns nicht mit unseren richtigen Namen hier. Lord Ignaz scheint euch regelrecht ins Herz geschlossen zu sein. Dann ist natürlich, treffen wir natürlich die Person, bei der er unser Problem bereiten würde. Sofort, Milord. Ich eile. Da wäre ich ein ziemlich komischer Zufall. Das sieht Onkel Byron ähnlich, so einen interessanten Rivalen zu finden. Gut, mal sehen, ob Schledorn was mit dem Wetzstein anfangen kann. Okay. So, wir haben aber noch ein paar andere Quests. Ja, jetzt muss ich zum Martha, genau. Keine Ahnung, wir haben uns ganz zufällig nicht mit unserem echten Namen vorgestellt, ne? Dann stellt sich fest, so, ja, pff. Da war sogar das Richtige, was wir tun. Da hat schon wieder irgendwie keinen Sinn gemacht. Hi, Martha. Clive, wir haben dich nicht erwartet. Da geht es mir genau wie euch. Aber ich höre, wir schulden dir noch eine ganze Menge Geld für deine Hilfe beim Wiederaufbau. Wahrscheinlich nicht, was du erwartet hast, aber würdest du als Zahlung das hier akzeptieren? Blah. Ein Sternrubin? Der ist viel zu viel wert. Mindestens das Doppelte eurer Schulden. Mehr sogar mit dem richtigen Käufer. Behalte den Rest als Zinsen. Zinsen? Wenn das rauskommt, wird sich niemals wieder jemand auch nur einen Gil von mir leihen. Außerdem, warum kommst eigentlich du damit zu mir? Sowas macht doch Otto. Muss seine Hoheit jetzt schon selbst seine Schulden begleichen gehen? Brumbeer hat sich wohl zu Tode gearbeitet. Mehr oder weniger. Manchmal glaube ich, dass das Versteck nur dank ihm noch steht. Alles beim Alten, ne? Damals, als das Versteck noch kaum mehr als eine von Sids abenteuerlichen Ideen war, soll er sich als allererstes an Otto gewandt haben. Ihm war wohl klar, dass der Plan ohne Ottos starke Arme und kühlen Kopf scheitern würde. Sid war vielleicht das Aushängeschild, aber Otto war schon immer das Rückgrat. Und als Sid nicht mehr da war, hatten wir Angst, wie es weitergeht, dass Otto einfach aufgibt. Sein Tod hat alle getroffen. Aber sicher niemanden mehr als Otto. Er hat aber nicht aufgegeben. Ganz im Gegenteil. Ich frage mich, ob das denn sein Name auch im Japanischen ist. Sids Nachfolger nominiert und im Englischen. Daran überzeugt hat. Er muss etwas in dir gesehen haben. Dasselbe, das er in Sid sah. Irgendwie glaube ich das nicht. Tut das nicht. Zum Glück bist du sogar nur halb so stur und doppelt so stattlich wie er. Noch dazu hast du gute Freunde. Das scheint mir auch so. Ich gehe dann. So. Hier sind aber noch mehr Sachen, ne? Ja. Boah, da ist schon wieder keine. Ist hier müde Knochen, also das ist. Wird Torgeil. Gut.